Vor allen Dingen junge Leute haben irgendwie Bock, beruflich ihr eigenes Ding zu machen. Also diese 24-7-Woche Schnee von gestern. Und wenn man dann sowas sieht wie Höhle der Löwen, man liegt auf der Couch und sagt, ja, ich will auch mal gründen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie geht das überhaupt? Du brauchst ja einen Plan, du brauchst Kohle und du brauchst eine Vision, um langfristig erfolgreich zu sein. Ihr merkt schon, ich habe offensichtlich keinen Plan. Ich weiß aber, wer einen Plan hat und die Jungs besuche ich jetzt mal. Das sieht so aus, als ob ich meine... Hi! Ihr seid mein Date. This is my Date! Hey, ich bin der Lukas. Hi, Lukas. So, ich habe die Jungs gefunden. Das ist ein sehr unkonventionelles Büro, sag ich mal. Es fühlt sich auch so ein bisschen illegal an, direkt in ein Auto steigen zu müssen. Ja, die Aufgabe war, einen Tag als Smoothianer, beziehungsweise einen Tag in einem Startup mal reinschnuppern. David, du bist, wie man unschwer erkennt, von Smoothie. Sag mal, wo fahren wir hin? Was machen wir? Ich habe mir den Tag anders vorgestellt. Ja, Lukas, das dachte ich mir schon fast. Wir entführen dich heute ein bisschen. Ja, cool, danke. Ich fahre nach Remscheid zu unserem Investor. Ja. Da kannst du mal selber mal zeigen, was du drauf hast. Wolltest du ja mal hier ordentlich pitchen. Und ja, kannst du mal ein bisschen einblicken, was wir machen? Haben einen wichtigen Termin mit dem. Da geht's hin. Was heißt denn, Moment, ich habe Fragen. Was mache ich für einen Pitch? Was ist überhaupt ein Pitch? Du wolltest doch mal gründen, hast du gesagt. Ja, was heißt wollen? Jetzt muss ich ja. Du kannst gleich, du hast gleich die große Chance, mal richtig viel Kohle für deine Idee reinzuholen. Okay. Wie wir es gemacht haben vor 2 Jahren. Wir haben vor 2 Jahren gegründet, Smoothie. Und der Tiberius, wo wir gleich hinfahren, der war der Erste, der uns dabei unterstützt hat. Okay. Und ja, warum nicht bei dir auch mal die Chance nutzen? Krass, okay. Das heißt, ihr habt einen Investor? Genau, wir haben einen Investor. Ich war noch nie Teil eines so jungen Startups tatsächlich. Sonst immer so Unternehmen, die es vielleicht schon 10 Jahre gab, die sich aber immer noch Startup nennen, die aber dann rein von der Geschäftsführung auch schon alle Mitte, Ende 40 waren. Wir haben zu dritt gestartet damals. Dann ist unser Vierter dazugekommen und dann hatten wir das große Problem, ey, wir brauchen Kohle. Und da haben wir über ein Jahr gesucht und irgendwann dann endlich mal gefunden. Okay, cool. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht direkt, dass ich getestet werde. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge, aber hey, bin gut vorbereitet. Oder auch nicht. Sag mal, bevor wir jetzt zu unserem ersten Termin fahren, was macht denn Smoothie genau? Was seid ihr? Am Anfang geht es halt einfach um Leidenschaft, Motivation und die Idee. Und eben nicht um, wir wollen in 5 Jahren 1 Million Umsatz machen. Also im Prinzip haben wir alle damals so das Problem gehabt, nach unserem Schulabschluss über 350 Ausbildungsberufe, tausende Studiengänge. Aber was passt denn jetzt wirklich zu einem? Im Prinzip sind wir eine App, welche Berufsorientierung und Vermittlung kombiniert. Das bedeutet, auf der einen Seite haben wir die Ausbildungsbetriebe, die sagen, hey, die und die Ausbildungsberufe suchen wir, das sind unsere Anforderungen. Und auf der anderen Seite haben wir die Schüler bzw. Schülerinnen, auch Ausbildungssuchende natürlich, welche dann die App nutzen, um sich erstmal zu orientieren, das Ganze auch in spielerischen Aspekten machen und später dann selber von dem Unternehmen angefragt werden. Also wir drehen den Spieß mit Smoothie halt komplett um, was uns dann auch nochmal einen unique Selling Point gegeben hat und geben wird. Und ja, das ist so die Sache. Das ist Smoothie. Klar ist das ein geiles Produkt, weil es A, in der Form es noch nicht gibt. Und B, vor allen Dingen für die Jüngeren, die ja jetzt gerade in der Schule, vielleicht heute noch in der Schule sitzen, absolut innovativ ist, weil die Generation ja nur noch mit dem Handy arbeitet. Also das Vitamin B zur Traumkarriere. Habe ich verstanden. Wir sind jetzt eine halbe Stunde gefahren. Wo sind wir hier? Was machen wir? Wir sind in der Coworld hier in Remscheid. Ist ein Coworking Space. Und ja, hier fing eigentlich alles an. Okay. Marc und ich haben uns hier kennengelernt. Und hier wartet schon unser Investor auf uns. Jetzt bin ich gespannt. Richtig. Investor klingt irgendwie wichtig. Ja, ja. Wird auch durchaus sein. Okay. Das heißt, wir müssen uns benehmen. Wenn wir meine ich mich. Hi, Marc. Hi, hallo. Ich bin Lukas. Ja, Tiberius. Grüß dich. Hallo, herzlich willkommen. Was? Ja, na gut. Ich will mal Platz. Ja, erzähl mal tatsächlich, wie ist denn die Konstellation jetzt hier zustande gekommen zwischen euch dreien letztendlich? So rein aus der Beobachtung heraus, ja, hätte ich gesagt, dass das fast eher freundschaftlich war, weil ich auch rausgehört habe, dass die sich auch schon länger kennen in der Konstellation, jetzt nicht in der Smoothie-Konstellation, sondern untereinander länger kennen. Ja, der Tiberius und ich, wir kennen uns schon seit 7 Jahren, 8 Jahren. Ja.
Ich glaube, fing bei uns völlig anders an, also wirklich nichts mit Startup in dem Sinne. Und ja, der Kontakt ist erhalten geblieben. Ich persönlich, weißt du, habe ich dir gerade schon erzählt, paar Mal gegründet zwischendurch. Der Tiberius war eigentlich immer mit irgendwie dabei an der Seite, als Mentor, Coach, wie auch immer. Und ja, als wir dann auf der großen Suche waren, für Smoothie das Invest zu finden, haben wir natürlich auch ihn gefragt, um ihm die Chance zu geben. Und ja, jetzt sind wir 2 Jahre weiter, haben jetzt ordentlich was aufgebaut. Ist auf jeden Fall eine coole Zeit gewesen. Das heißt Chance, du, ich darf du sagen, oder? Ja, also Investor klingt nach Macht und nach Kohle. Ich war dann ganz überrascht, dass das so ein super cooler Dude war, der einen direkt auch das Du angeboten hat, als ob wir uns gefühlt schon 10 Jahre kennen. Du siehst eine Chance im Sinne von als Partner, Investor, Mentor mit den Jungs was aufzubauen, ja, oder? Ja, also ich hätte nicht investiert. Also erstmal vertraue ich den beiden. Also den David kenne ich ein bisschen länger. Und den Marc habe ich natürlich auch kennengelernt auf der menschlichen Ebene, auf der Werteebene. Weil ich weiß, wie viel Einsatz sie bringen, wie viel Engagement, wie viel Power dahinter steht. Aber natürlich auch das Produkt, die Story muss auch stimmen. Ne? Also muss beides zusammenkommen. Ja. Und das hat mich überzeugt. Geil, das klingt, es ist ein bisschen wie die Höhle der Löwen hier gerade. Ne? Vielleicht eine sehr indiskrete Frage, aber was erhoffst du dir denn davon? Ja, sag mal, so beides. Ne? Also ich finde immer, wenn du jemanden anderen auch eine berufliche Chance gibst, dann hast du ja auch selber was davon. Also ich bin ja kein Sozialarbeiter. Also das Tolle ist, du hilfst eigentlich anderen Menschen, dass sie erfolgreich werden. Und indem du anderen Menschen hilfst, schaffst du es eigentlich auch selbst noch erfolgreicher zu werden. Ah, okay, geil. Also immer eine Win-Win-Situation, die du schaffst. Und jetzt, ich meine, wir gucken ja junge Leute zu. Ja. Wie ist das Privatkapital? Ich habe noch nie in irgendeiner Form mit einem Investor zusammengearbeitet, außer mit meinen Eltern. Invest heißt ja Cash. Genau, cool. Das Geld, was ich selbst hart verdient habe, was ich jahrelang erarbeitet habe, und das investiere ich quasi. Aber das ist ja auch ein mega Risiko. Also kann ja sein, dass das alles weg ist. Rein theoretisch. Genau. Wenn die es verkacken. Ja, das glaube ich jetzt in dem Fall nicht. Aber auf gar keinen Fall. Das kann passieren. Ja. Das ist ja die, muss man sich ja, also die Frage muss man sich ja stellen. Ne? Also gebe ich Menschen Geld, im Fall der Fälle kann es gut sein, kann aber auch. Aber ich möchte dazu was sagen. Ne? Ja. Also ich bin ja selber seit 29 Jahren selbstständig. Okay. Und ich habe in meiner Selbstständigkeit 2-mal die Situation gehabt, wo es mir persönlich auch nicht gut ging. Und 2-mal Menschen haben mich geglaubt. Und 2-mal gesagt, weißt du was, du schaffst das. Mhm. Und wenn die nicht da gewesen wären, würde ich heute hier nicht sitzen. Und irgendwas ist das für mich selbstverständlich, dass wenn du selber mal Hilfe bekommen hast, dann gibst du das weiter. Dann bist du auch bereit, etwas zu investieren. Und jeder Unternehmer, der, glaube ich, heute sehr erfolgreich ist, war irgendwann mal auch mal nicht so erfolgreich. Oder war vielleicht mal am Boden oder hat er vielleicht auch mal Ängste gehabt, Sorgen gehabt. Und beim Startup ist es so, da musst du auch, da gibst du Gas, da weißt du gar nicht, geht es auf, geht es nicht auf, du hast vielleicht schlaflose Nächte, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall machst du dir unfassbar viel Gedanken. Und ja, so ist das. Das ist Risiko. Ja, vor 2 Wochen war das, dass wir jetzt unsere Seite endlich fertig haben. Ja. Das war jetzt kein Kaffeeklatsch, wo man sagt, hey, schön, dass wir uns mal wieder sehen und grüß mir die Frau, sondern vielmehr nett, aber halt schon konkreter Inhalt und wie sieht's aus, was macht ihr gerade und gibt's auch Probleme tatsächlich? Wir werden da jetzt noch in den nächsten Tagen, das Video von heute wird dann draufkommen. Okay. Dann kann das Ganze auch geteilt werden. Ja. Kriegst du dein Einleitungsvideo, was wir dir versprochen haben mit dem Einleitungstext. Sehr gut. Und dann kann es wirklich rausgehauen werden. Heißt, wir müssen hier beispielsweise, ich gehe jetzt mal hier runter, gut, die Thumbnails noch nicht ausgetauscht, aber du siehst jetzt hier beispielsweise, haben wir mit dem ganzen Team jetzt lädt er hier nicht. Der Vorführeffekt, wie immer, ist typisch, weißt du? Natürlich. Vorführeffekt kennen wir alle. Ist das aber tatsächlich gerade eine Frage? Bist du, kontrollierst du die beiden Jungs als Investor? Was heißt Kontrolle? Nee, also wir stimmen uns ab. Es gibt ein Update, es gibt so eine Art Report, würde ich mal sagen. Der kommt aber auch schon von den beiden aus, um einfach ein Update zu geben. Wo stehen wir? Da guckt man sich vielleicht mal die Zahlen an. Die Zahlen sind irgendwie auch wichtig, aber die bewerte ich nicht über. Also für mich ist viel wichtiger, seid ihr im Fluss, seid ihr im Zeitplan, was hat sich Neues getan, es sind immer wieder Veränderungen. Das interessiert mich eher. Ja, Lukas, wie hast du versprochen heute? Also eigentlich war ja die Aufgabe, dass ich so ein bisschen Teil von den Geschäftsführern bin und in das Startup mal reinschnupper. Ungewöhnlich war, dass wir gar nicht bei denen selbst angefangen haben, sondern ich erstmal ins Auto geschubst wurde. Was natürlich am Anfang erst war, ich dachte, hä, ich bin doch schon da, wo fahren wir jetzt hin?
Was man mir natürlich nicht gesagt hat zu dem Zeitpunkt, dass wir eben zu dem Investor dahinter mal fahren und den besuchen. Und selbst da dachte ich, ja cool, interessant, gehört ja auch dazu. Jemand, der irgendwie der Geldgeber ist, der muss ja auch irgendwie immer wieder abgeholt werden, so Status quo. Aber auch da hatten die natürlich noch eine kleine Überraschung, dass ich dann plötzlich selbst was pitchen musste. Du hast heute die Chance, mal deine Idee zu pitchen, ja. Vor allem Startkapital zu holen, wie wir es vor 2 Jahren gemacht haben. Und let's go! Wie lange habe ich Zeit? Du hast, in der Regel hat man zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten Zeit. Ach du Scheiße. Kannst du dir also der Druck ist da, okay. Wie lange du es machen möchtest. Okay. Also es war wirklich so, wie wenn ich dir jetzt sage, tanz jetzt mal hier, keine Ahnung, mach mal einen Stepptanz. Und denkst, du denkst fuck, ich bin nicht vorbereitet. Also, dann stehe ich schon mal erstmal auf. Muss gut aufstehen. Nimm mir mal hier sitzen. Gott, ich bin mir aufgeregt. Darf ich überzeugen? Ich lehne mal zurück. Sitzt ihr mal auf der anderen Seite? Ich lehne mich zurück. Scheiße. Das ist ja auch eine ganz angenehme Position. Ja, erstmal, also herzlich willkommen zu meinem Pitch. Mein Name ist Lukas Wandke, ich bin Gründer von Flower Power. Ich habe hier mal eine kleine, ein kleines Produkt mitgebracht, weil ihr merkt ja, ihr sitzt ja, ihr habt ja einen Bürojob, ne? Und man sitzt ja oft zu Hause. Man hat das Gefühl, man bräuchte wirklich frische, organische Luft, nicht von der Klimaanlage, sondern wirklich echte Luft, ja, die hier über Photosynthese entstanden, frische Luft eben. Und ich habe mich hier schon umgeguckt, es ist ein schönes Büro, aber es fehlt einfach so ein bisschen an grünen Pflanzen. Und unechte Pflanzen brauchen wir nicht, wir wollen echte Pflanzen. Jetzt weiß ich aber, dass ihr Geschäftsmänner natürlich viel unterwegs seid und wenig Zeit habt und vielleicht auch gar keinen grünen Daumen habt. Und jetzt kommt Flower Power ins Spiel, denn ich habe eine ganze Crew von 10 Mitarbeitern und drinnen, die sich dafür da um diese Pflanzen kümmern. Das heißt, ihr könnt euren Job machen, ihr könnt euch ums Business kümmern und ich habe über ein Monatsabo von 100 Euro pro Monat kümmere ich mich um die grünen Pflanzen im Office und ihr habt frische Luft zum Atmen und zum Denken und zum Geschäft machen. Also wie gesagt, das war ja absolut kaltes Wasser. Ich war wirklich nicht vorbereitet, null. Ich habe mir dann ja auch ein Thema so mehr oder weniger frei ausgedacht, beziehungsweise auch so halb von den Jungs bekommen. Es ging um Pflanzen. Ich verkaufe quasi Pflanzen für Büros. Jetzt bin ich tatsächlich auch null Botaniker. Also ich habe auch echt keinen grünen Daumen. Ich würde sagen, eigentlich kann ich ganz gut labern, aber ich habe halt überhaupt keine Fakten gehabt. In diesem Sinne, investieren Sie in Flower Power. Da habe ich direkt ein paar Fragen zu. Ah, unangenehm. Ja, bitte. Für die reine Dienstleistung 100 Euro, das heißt also, dass ihr euch kümmert. Da ist aber nicht mit dabei die Pflanzen selbst. Das ist richtig. Die Pflanzen haben eine einmalige Anschaffungsgebühr von je nach Pflanze natürlich. Nur die da in Absprache natürlich. Genau. Und die 100 Euro bedeuten, dass ich mich mit meinem Team um das Gießen. Also ein Flatrate sozusagen, die dafür sorgt, dass immer die Pflanzen im entsprechenden Zustand sind, dass sie einfach ja. Gespritzt sind. Genau. Und selbst wenn wir merken, eine Pflanze ist kaputt, dann wird die ausgetauscht natürlich. Okay. Damit, weil auch die Optik ist ja wichtig, nicht nur die frische Luft. Ja, Lukas, ich würde dir gerne Feedback dazu geben, ja. Zu deinem Pitch. Mhm. Also die Grundidee ist gut. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn du irgendwie einen Satz bekommst, der immer auf Komma aber. Schöne Idee, aber... Ja, was mir so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, die Schärfe, die Tiefe, das ist noch nicht so, glaube ich, richtig durchdacht hast. Ne, also es ist überhaupt, als dann spätestens irgendwelche Unternehmenswert zum Beispiel eine Frage, so, was weiß ich, keine Ahnung, 1 Million Euro frei erfunden. Da merkt man einfach, dass in gewissen Situationen hilft es nicht nur, reden zu können, sondern du brauchst halt wirklich, du brauchst Wissen und du brauchst gerade in so einem Ding halt wirklich Fakten. Ne? Der braucht ja einen Businessplan. Also der will ja auch wissen, wo siehst du dich denn in 3 Jahren oder in 4 Jahren? Also nicht ich persönlich, sondern mein Unternehmen. Wie viel verkaufst du? Wer verkauft es? Hast du Lieferanten? Von wem bekommst du es, wo du sagst, ja. Also ich würde mir wünschen, dass du da einfach das Ganze noch mehr, sag ich mal, in der Tiefe dir zu Gemüte führst, ja. Und dass du tatsächlich einfach die Zahlen aufbereitest, ja, und dass du sagst, okay, was ist man denn das Firmen wirklich, die Firma wirklich wert? Also was hast du für einen Firmenwert, der realistisch ist? Wie viel Geld brauchst du, um zu starten? Wie viel der Prozente willst du dann, sag ich mal, dafür abgeben? Ja. Hast du dir schon mal Gedanken über eine Rechtsform gemacht? Solche Themen einfach. Und dass man einfach, auch wenn es jetzt nur Zahlen sind, dass man einfach mal einen Case hat, 3 Jahre, wie sieht denn dein Businessplan aus, wie ist der Liquiditätsplan dazu? Und dass wir uns den mal gerne angucken. Und dann kannst du gerne mal auf mich zukommen und dann machen wir einen zweiten Step, zweiten Anlauf. Aber die Grundidee ist gut. Muss ich, glaube ich, ein bisschen nacharbeiten und dann schauen wir mal. Das
Das klingt doch gar nicht verkehrt, oder? Dafür, dass ich überhaupt keinen grünen Daumen habe, was er eigentlich nicht weiß. Ja, aber cool. Danke. Aber Lukas, eins musst du mir mal erklären. Ja. USP. Was bedeutet USP überhaupt? Hast du gerade selber davon erzählt? Naja, Alleinstellungsmerkmal. Also was macht mich einzigartig im Vergleich zur, vor allen Dingen zur Konkurrenz? Ich habe jetzt keine Marktanalyse betrieben, auf die Schnelle, aber für den Investor ist ja spannend, was habe ich, was andere nicht haben. Wir werden uns bei dir melden später mit weiteren Informationen zu unserem aktuellen, zum aktuellen Projekt. Das ist unsere Abstimmung auf dem TV. Machen wir, perfekt. Wir können uns einen Zwischenstand direkt noch per Mail schriftlich zugesendet, dann passt das. Ja, so machen wir es. Euch viel Spaß noch. Vielen Dank. Alles klar, alles gut. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tobias, mach's gut. Also ich nehme an, der erste Termin ist jetzt beendet. Zufrieden? Soweit sehr zufrieden. Also wir finden, du hast dich gut geschlagen gerade. Und wir haben aber jetzt noch einiges auf der Uhr. Okay. Das ist ja alles wieder, wie immer, relativ strammer Zeitplan. Und deswegen würden wir jetzt direkt noch wieder ins Büro fahren und weitermachen, ne? Machen wir. So. Okay, ja dann. Alles klar. Let's go. Also. Dankeschön. Am besten vorbereitet. So, das sind die Profis. Ja, geil. Hier seid ihr seit wann? 2018? März 2019 sind wir hier drin, ja. Okay. Richtig. Da waren wir zu zweit. Wir waren so circa 3 Monate, glaube ich. 3-4 Monate. Drei Monate, ja. Wirklich komplett alleine hier. Bis wir unsere ersten beiden Mitarbeiterinnen, Teammitglieder gefunden haben. Ja. Aber erzähl mal am besten gleich mal alles hier. Wenn wir einmal hier durchgehen. War tatsächlich ein bisschen traurig, dann nur zu zweit so am Tisch zu sitzen, keiner da. Rein optisch, unabhängig jetzt von irgendwelchen Energy Drinks, aber rein, sagen wir mal, von der Location sah es nicht wirklich aus wie ein Startup eher. Das sah schon eher aus wie so ein, irgendwie ein Unternehmen, was es schon länger gibt und was offensichtlich läuft, weil es relativ groß ist. Ja, es sieht groß aus. Also ich bin überrascht. Ich dachte, ein Startup klingt so nach einem kleinen Keller. Haben wir angefangen mit tatsächlich. Also wir haben tatsächlich in einem Ein-Mann-Büro angefangen. Da ist die Idee entstanden damals, vor ca. 2,5-3 Jahren. Und dann, ja, irgendwann haben wir halt was Größeres gebraucht. Wir mussten halt ein größeres Team aufbauen. Das sind schon Menschen. Das sind Menschen, genau. Hallo Menschen. Die ersten Menschen. Wow, okay. Also ihr redet nicht nur, ihr schreibt auch. Genau, sehr viel Konzeptarbeit und da brauchst du halt Platz für. Ja, warum auch digital? Ich würde an der Stelle kurz verabschieden. Ich gehe schon mal an den Arbeitsplatz, meine Lieben. Bis später. Okay, bis gleich. Ja, krass, das ist alles von der Hand geschrieben. Du hast recht, digital, ganz, ganz wichtig bei uns. Wir arbeiten sehr viel auf Remote, also wirklich so, dass jemand in Köln beispielsweise gerade sitzt und aktiv gerade auch an der Apple arbeitet. Aber ab und zu bei der ganzen Konzeptionsarbeit macht schon Sinn, ein paar Sachen wirklich zu visualisieren. Dann stehen wir hier gemeinsam vor der Wand und können darüber sprechen. Ist schon manchmal, trotz der ganzen digitalen Möglichkeiten, ganz cool. Total. Ja. Hier, wo ich jetzt gerade hier schon die ersten 3 Mitarbeiter sehe. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt jetzt? Wir sind momentan 24 Leute. Was? Ja, in 2 Jahren. Krass. Und es geht weiter aufwärts. Ja? Mhm. Geil. Die letzten 8 Monate, die waren ordentlich. Sind wir extrem gewachsen. Aber war am Anfang wirklich das totale Gegenteil. Du musst erstmal reinkommen, erstmal selber in die Rollen schlüpfen, sag ich jetzt mal, so ein Team aufzubauen. Aber es macht immer mehr Spaß, also wirklich, das merkt man richtig. So das klassische Startup, da denke ich immer, ich sehe einfach 3 Köpfe und das ist das Unternehmen. Da hört es dann auch auf. Deswegen 24 ist ja, ich weiß gar nicht, ab wann man als mittelständisches Unternehmen gilt, aber das hat mich wirklich wahnsinnig überrascht. Also, ist er ein guter Chef? Ist er ein guter Chef? Natürlich. Ja, andere würde ich mich auch nicht trauen. 10 Euro kriegt er dann später. Hier sitzen der Marc und ich drinnen. Ich weiß gar nicht, ob man es im Video gesehen hat, aber wenn die Kamera aus war, habe ich sehr gerne an diesen Stehtischen hoch und runter fahren lassen. Das ist einfach, das erinnert mich immer an Stromberg und ich liebe einfach hoch automatisch fahrende Schreibtische. Das ist für mich immer als Spielkind ein ganz, ganz wichtiger Fakt, wie man mich motivieren würde. In unserem Raum, das Ganze ein bisschen noch ausgeweitet, wir auch ein bisschen Coworking, also wirklich gemeinschaftliches Arbeiten machen können. Hast du ja gerade gesehen, Coworking Space haben wir ja auch gerade. Das ist meine Garage für heute. Deine Garage von heute, genau. Natürlich habe ich das Gefühl, es wird wenig geschlafen. Siehe die Monsterwand. Und natürlich super lustig, dieses Schlafzimmer
dahinter, wo du eigentlich sagst, okay, da kann kein normaler Mensch eigentlich schlafen. Das ist unser kleines Kunstwerk hier. Ja. Es spiegelt einfach das wieder, wie wir hier arbeiten, wie wir leben. Gesund. Gesund. Ja, sehr gesund, genau. Vor allem schlaflos. Ja, darf man hier mal reingucken oder kommen jetzt irgendwelche Tierchen und sind da? Mach auf. Ja, geht einfach klar. Haben wir hier, ich kann mal Licht anmachen, halt, genau. Das ja, Marc und ich haben auch mal ein paar Nächte, die wir drin verbringen. Natürlich getrennt, also nicht zusammen. Aber als Gründer schläft man nicht. Man viel arbeitet, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Genau. Okay. Also ich sehe schon viel Smoothie. Jetzt müsst ihr mir erklären, was sehe ich hier? Also hier hast du erstmal einen Eindruck, wie die App später auf jeden Fall aussehen wird. Beispielsweise wollten wir natürlich eine gewohnte Nutzungsumgebung für die Nutzerinnen als auch die Nutzer schaffen, wie sie es halt auch schon von anderen sozialen Netzwerken kennen, mhm, wie bei den Story-Funktionen. Und da möchten wir halt die authentischen Ausbildungsberufe halt darstellen, beziehungsweise die Berufseinblicke, die unsere Smoothianer, also Azubis, die schon in dem Beruf selber sind, okay, mit den Nutzerinnen und Nutzern halt teilen können. Und das Ganze ist dann halt immer so gehalten, dass wir auch mit einem Gamification-Ansatz eine kurzfristige intrinsische Motivation bei den Schülern halt bewirken. Also Gamification bedeutet, man kann auf der App spielen? Ja, so in etwa kann man das sagen. Das bedeutet eigentlich, dass immer wieder zwischen den Berufseinblicken, die man erhält, auch immer wieder vereinzelte Fragen gestellt werden. Die sind dann auf der einen Seite Spaß ist in einer spielerischen Art und Weise gemeint, dass man halt wie aus bekannteren Apps wie Quizduell beispielsweise, wie man das schon kennt, dass man Fragen gegenseitig beantwortet und dass da später auch ein Ranking stattfindet. Aber zwischendurch kommen auch immer wieder Berufsorientierungsfragen, Interessensfragen, aber auch zum Teil Fähigkeitsfragen. Und die sind dann halt so bunt gemixt, dass der Ausbildungssuchende vielleicht auch gar nicht merkt richtig, welche jetzt auch was genau abzieht. Damit ich auch nicht cheaten kann im Endeffekt, wenn ich ein Ziel habe und unbedingt die eine Ausbildung machen will. Richtig, genau. Ich finde, dieser Ansatz, nicht nur Content, 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 sondern auch echt ein bisschen Spiel, Ablenkung und mal was ganz anderes, also wirklich auch ein bisschen aus dem Alltag mal rausgerissen zu werden, ist super wichtig für die, gerade für uns jüngere Leute, die Bock haben auf Zocken, auf Spielen, auf Testen. Und die App gibt's jetzt schon? Die App gibt's noch nicht. Wir sind gerade voll in der Entwicklung. Okay. Aber das ist mal eine gute Idee. Du siehst gerade nur Bilder. Ja. Ja, unser aktueller Arbeit besteht daraus bei der App, dass wir hier am Monitor die jeweiligen Screens entwerfen, mhm, also die jeweiligen Ansichten, die Spieler, die User oder die Nutzer der App auch auf ihrem Smartphone haben werden. Und das Ganze ist mega cool. Kann man direkt hier in Echtzeit sehen. Geil. Heißt, wir haben direkt ein bildliches Verständnis auch davon, mhm, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Also da so die Theorie und hier die Praxis. Genau, Theorie, ja. Praxis. Und mit der Theorie arbeiten dann auch die Entwickler, die du gleich kennenlernen wirst. Mhm. Die schalten gleich dazu. Und die hinterlegen sozusagen den Code dann hinter diese von uns erstellten Bilder. Und am Ende entsteht dann unsere App. Geil. Man wird nur so erfolgreich, wenn man auch so ein bisschen rafft, was sind meine To-Dos und was kann ich auch wirklich? Und was kann ich abgeben, aber hab wirklich Experten, die mit mir daran zusammenarbeiten. Das heißt, für mein Verständnis, ihr habt mit der Programmierung nichts zu tun? Nein, also lustigerweise können Marc und ich nicht programmieren. Gut, aber Hauptsache ein Startup in der App machen. Ja. Macht ja auch. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Nie irgendwie bremsen lassen vor irgendwelchen angeblichen Hindernissen. Ja, super. Das haben wir auf jeden Fall schon mehrmals gemerkt, dass alles geht. Und wie gesagt, wir sind ein super Team. Ja. Aber am besten lernst du dich mal selber kennen. Okay. Ja. Programmierer, genau. Bin gespannt. Lieber Lukas, also jetzt haben wir unser Entwickler-Meeting. Ja. Da wirst du jetzt einfach mal gleich ein paar Jungs kennenlernen, die da für uns mit Remote arbeiten. Also nicht hier im Büro, sondern von ihrem eigenen Arbeitsplatz von zu Hause aus. Und die werden dich dann so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Normalerweise machen wir das immer wöchentlich, damit wir halt gucken können, wo stehen wir jetzt gerade, wo wollen wir hin, wo gibt es vielleicht Probleme, wo müssen wir noch ansetzen. Und da sind sie alle schon versammelt. Geht's euch gut? Alles cool? Ja, sehr schön. Alle nicken. Jetzt ja, doof gesagt, auch durch Corona wird es ja noch mal konkreter zu sagen, wir müssen nicht immer mit 24 Leuten in einem Office hocken, sondern wir könnten rein theoretisch auch in Italien, in Potsdam, in Spanien, aber auch, was weiß ich, irgendwo in einem Café rein theoretisch sitzen. Wir brauchen einfach einen Laptop, wir brauchen irgendwann Internetverbindung und irgendwie eine Kommunikationsform zu meinem Chefs. Dann würde ich was vorschlagen, dann kannst du dir einfach mal das Headset schnappen. Hallo! Jetzt. Hallo. Hört ihr mich? Hey. Geil. Wie spricht man mit Programmierern? Natürlich digital. Allein das ist aber schon wieder so Startup, ne? Dass die Jungs dann nicht da sind, sondern in Potsdam und in Madrid. Was macht ihr genau? Jonas, fang du vielleicht gerade mal an. Quasi die App, die wir erstellen wollen, ist ja so ein gigantischer Block, den man irgendwie erreichen möchte.
Wir brechen das dann runter in so einzelne Meilensteine, die wir erreichen wollen und die dann nochmal weiter runter in einzelne Aufgaben. Und eine Aufgabe ist zum Beispiel, oder auch schon eine recht große Aufgabe, ich möchte jetzt ein Bild hochladen können und da noch irgendwelche Effekte vielleicht drüber legen. Was würdet ihr denn sagen, was macht denn dann eure App so einzigartig? Also was ist so das Geile an der App, wo ihr selbst das Gefühl habt, das macht Bock zu programmieren? Also natürlich, wenn man in einem Startup arbeitet, dann hat man natürlich vor allen Dingen jetzt auch der Data Scientist, ist man vor allen Dingen an der Seite. Man muss einerseits die Marketing verstehen, was will ich eigentlich, was will der Endkunde, was möchte Dinge, die heutzutage selbstverständlich sind, ein Chatbox in der App, damit man mit jemandem, wenn man Fragen hat, mit jemandem schreiben kann und sofort eine Antwort kommt von einem Roboter. Wenn ich das meinem Opa erkläre, der würde sagen, hä, wie soll das, wie sollen diese Menschen zusammenarbeiten? Das finde ich aber geil, dass junge Leute einfach ihre Kernkompetenz zusammenschmeißen und sagen, wir programmieren jetzt in dem Fall was, aber es ist total egal, wo wir sind, ne? Sondern da kann es sogar international sein. Das Geile halt an einem Startup ist, dass man halt all diese Dinge von Null aufbaut und dadurch auch selber viel lernt und man kann es halt dann einzigartig gestalten. Wie ist das denn? Also ich kann gar nicht programmieren. Kann ich das erlernen, auch wenn ich wirklich also basic, null, gar nichts? Wir sind, glaube ich, alle nicht mit der Fähigkeit geboren worden, programmieren zu können. Also wir haben es ja auch alle irgendwie gelernt. Es ist tatsächlich nichts Schwieriges. Man muss ein bisschen vielleicht sich mit den Grundlagen erstmal beschäftigen, wie das alles funktioniert. Das sieht erstmal sehr technisch aus, aber wenn man sich mit den Grundlagen versteht, die wirklich nicht schwierig sind, also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kriegt das eigentlich jeder hin. Geil. Perfekt, cool. Okay, Marc, Sie haben nur Positives berichtet. Möchtest du noch kurz mit denen sprechen? Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Grüße nach Madrid, Grüße nach Potsdam, doppelte Grüße. Und ja, gut programmiert. Ich weiß nicht, was man da sagt, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die App dann am Ende wirklich aussehen wird. Hat mich gefreut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, Jungs, super. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, auch noch für Lukas, dass ihr mit dem mal ein paar Fragen beantwortet habt. Wir arbeiten jetzt ja schon fast 6,5 Stunden. Jetzt Mittagspause. So sieht's aus. leichtes Burnout. was ich super interessant finde, ich habe gehört, ihr arbeitet mit der Hochschule für Venus zusammen. Ja, richtig, genau. In welcher Form ist da eine Zusammenarbeit? Also wir möchten ja für unsere eigenen Berufsorientierungstests, für die Persönlichkeitstests, als auch die Fähigkeitstests, möchten wir ja unsere eigene Wissenschaft dahinter entwickeln. Okay. Und deswegen haben wir uns dann mit vielen verschiedenen Hochschulen haben wir dann telefoniert, das war wieder viel Klinkenputzen. Ja. Und am Ende sind wir dann halt bei Professor Dr. Seppelfricke angekommen, der auch unglaublich begeistert von der ganzen Idee von vornherein war. Mhm. Und so sind wir dann übereingekommen, sind jetzt in eine langjährige Kooperation mit ihm gegangen. Und was macht der dann mit seinem Team? Wenn man sagt, okay, wir versuchen irgendwie ein Matching aufzubauen, muss man ja letztendlich auch ein bisschen wissenschaftlich arbeiten. Kannst ja jetzt nicht nur Marketing, also behaupten kann jeder, aber dann eben diese Connection mit der Hochschule Fresenius, zu sagen, wir bieten unseren Kunden letztendlich noch den Mehrwert, dass wir eben nicht nur, jetzt doof gesagt, wie Tinder, ein Matching von Personen haben, sondern hinter diesem Matching quasi eine wirtschaftspsychologische Analyse starten, um dieses Matching nicht zu behaupten, sondern dass wir es beweisen können, dass das wirklich auch ein Matching ist. Und das ist natürlich nochmal ein krasser USP für so ein Unternehmen oder für die App in dem Fall. Wir möchten uns halt nicht so auf Fremddienstleister verlassen, so ein 12-Fragen-Test, so, das ist halt nicht so die Sache, die das, wir halt alle auch schon gemacht haben. Richtig, genau. Ja. Das ist nicht so das, was wir halt später haben möchten, sondern wir sagen, hey, wir möchten die Qualität erhöhen, indem wir halt diese Tests selber entwickeln mit der Hochschule Fresenius. Ah. Ja, und da haben wir dann unser wissenschaftliches Mitarbeiterteam, was dann halt weiß, okay, die und die Fragen können wir den und den Berufen zuordnen, die Interessen schwanken dann schon mal in die und die Richtung und so können wir das dann halt alles selber gewährleisten. Dass der Schüler halt auch eine coole Experience hat, wenn er das Ganze benutzt und die Unternehmen auf der anderen Seite sehen, hey, ich habe das Anforderungsprofil, das passt jetzt dazu. Ja, also die Jungs wirkten jetzt schon, und das, obwohl sie noch nicht mal 30 sind, super breit aufgestellt. Also was Kontakte angeht, Videoproduktion zum Beispiel. Dann eben Hochschule Fresenius, also der ganze psychologische Zweig. Dann mit dem Investor auch noch mal so ein Business-Zweig dahinter. Dann David hatte ja schon auch ein paar andere Unternehmen gegründet, hat der auch schon irgendwie Know-how mit Website, wer macht was, Design, dass du da plötzlich so eine ganze Mannschaft direkt versammelt hast. Spannend. Und jetzt gibt's was zu essen. Jetzt gibt's was zu essen, jetzt holen wir was zu essen und dann geht's los. Geil. Da bin ich dabei.
Also ich habe ja schon einiges gelernt heute. Es gibt Programmierer, es gibt Leute, die das konzeptionell, strategisch dahinter, hinter der App alles planen. Aber die App muss ja auch mit Inhalt gefüllt werden. Und das hier ist quasi die Inhaltsschmiede hier, der Content-Raum. Wir klopfen mal an. Die Tür sogar auf. Hallo. So, ihr seid die Damen, die die ganze App mit Content füllen. Richtig. Absolut kreativ. Und das hast du ja gemerkt, obwohl ich inhaltlich, habe ich ja keine konkrete Frage gestellt. Aber du hast richtig gemerkt, wie die direkt aufgeblüht sind, zu sagen, ja, wir machen die Redaktion, wir machen Blogbeiträge, wir machen Social Media, wir arbeiten an verschiedenen Themenwelten, um auf der App nicht nur eben irgendwie einen Persönlichkeitstest anzubieten, sondern so eine ganze Welt zu eröffnen. Content ist ja jetzt ein relativ großer Begriff. Oder anders, wen findest du? Ich bin der Lukas. Paula. Hallo. Lukas. Hallo. Machen wir erstmal das. Tatsächlich, Content ist ja alles. Was macht ihr so? Ihr habt auf jeden Fall schon mal viel Bildschirm. Ja, das brauchen wir auch für unseren ganzen Content, weil wir natürlich auch viel recherchieren müssen. Für unsere Berufsbilder zum Beispiel, also das ist ja, was wir jetzt am meisten schreiben und was, ja. Womit wir auch werben, dass wir die ganzen Ausbildungsberufe vorstellen. Aber dazu kommt natürlich auch unsere Wissenswertartikel, wo wir generell über das Thema Ausbildung schreiben, weil wir natürlich einen ganz großen Mehrwert liefern wollen und nicht nur zum Thema welche Ausbildung gibt es, sondern was muss man da sonst noch beachten. Und wir haben auch sogenannte Blogartikel, wo wir andere Themen behandeln, die Schüler interessieren könnten. Und Lifehacks, wie die erste Wohnung, das erste Auto, was man da beachten muss. Also wir wollen eigentlich alles rund ums Thema Erwachsenwerden irgendwie abdecken. Nach was sucht ihr Themen aus? Nach eigenem Bauchgefühl? Nach Relevanz? Also wie kreiert ihr denn dann Content wirklich? Die Kreativ-Crew, nennen wir sie mal Redaktion oder Content-Crew, macht einfach diesen Blog und füllt den mit Leben. Und dürfen das, so machte es zumindest den Anschein, auch eigentlich zu 100% selbst bestimmen und haben da echt eine Narrenfreiheit. Hauptsache, es sind Themen, die junge Leute interessieren und ansprechen. Also wir gucken natürlich immer erstmal, was für unsere Zielgruppe, also hauptsächlich halt für Schülerinnen und für Schüler, halt hilfreich sein könnte, also was für die auch wirklich Mehrwert hat. Und wir zwar überlegen uns das eigentlich größtenteils, manchmal kommt auch aus dem Team irgendwie eine Idee. Und wenn wir halt konkrete Ideen haben, sprechen wir das auch oft nochmal im Team ab. Weil wir halt ja nur zu zweit sind und so ein paar mehr Meinungen können ja nicht schaden. Aber hauptsächlich gucken wir jetzt am Anfang, wir müssen jetzt erstmal so einen Grundstock aufbauen, halt was wirklich hilfreich ist. Das ist einfach so eine Dauerschleife an Inhalten, die wir uns da einfallen lassen. Okay. Ja, cool. Dann will ich euch nicht weiter stören. Ich würde sagen, Content ist key. Arbeitet weiter. Danke euch. Und ich schaue mich weiter um. So, ich bin jetzt nochmal auf dem Weg zu David und guck mal, was der so treibt. Komm rein. Das ist eine Aufforderung. Moin, David. Hi. Ach krass, bevor ich zu dir komme, sehe ich mich selbst. Hallo. Hi. Was machst du denn, David, mit mir? Ja, ich mache gerade ein Thumbnail mit dir. Für das neue Video. Für das Video, was wir jetzt kennen? Ach geil. Genau, für jetzt. Stark. Bist du hier quasi die Design-Expertin? Unter anderem mache ich hier ein bisschen was mit Grafik. Jetzt hier zum Beispiel das Thumbnail für die neuen Videos. Ist noch in the making, also ist noch nicht the final look, aber ja, wir gucken gerade. Ich bin bisher zufrieden damit. Okay. Danke. Gerne, ciao. Ja, beste Arbeit. Finanzen gerade. Schön, da bin ich raus. Ich würde vorschlagen, lass mal gleich quatschen. Die Jungs warten unten auf dich. Fahr doch mal ins Studio. Ihr habt auch noch ein Studio? Wir haben ein geiles Studio. Alter, umgebauter Club. Okay. Haben wir jetzt komplett do-it-yourself umgebaut und drehen da unsere Videos. Geil. Das schaue ich mir jetzt an. Ich merke schon, bei Smoothie muss der Tag irgendwie 48 Stunden haben. Wir sehen uns gleich. Ja. Ich gebe mir ein Studio. So. Das war früher mal ein Floor vom Club. Geil. Und jetzt ja, den haben wir komplett umgebaut, alles selber gemacht. Hier mit den Vorhängen, mit dem Greenscreen. Ja, alles ein bisschen Eigenprojekt. Also plötzlich hieß es, wir fahren nochmal wohin und dann packen die nochmal irgendwie nach Viertelstunde Fahrt so ein selbstgebasteltes, gebautes Studio, zaubern die aus dem Hut. Was auch wieder so sinnbildlich ist, dass du gerade am Anfang, natürlich musst du auch Geld sparen. Ja, das ist so ein Start-up, da wird noch richtig angepackt. Genau, da wird richtig selbst gemacht. Und es sah ja professionell aus. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da steht und denkt, ja, okay,
man sieht, dass das wahrscheinlich, sobald ich das Studio verlasse, zusammenfällt. Ganz im Gegenteil, ist mega gut gemacht. Richtig, da ist keine Kohle, um irgendwie Handwerker zu engagieren, sag ich mal, um bauen zu lassen. Da muss man selber anpacken. Aber sieht professionell aus. Ich sitze jetzt hier in dem Selfmade-Studio und Selfmade wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Jungs das hier alles selbst gemacht haben. Und hier werden die einzelnen Berufsbilder für die App wiederum aufgenommen. Gerade wird das Beispiel gedreht, der Fleischer oder Fleischerin. In der Wurstküche und in Räucher- und Lagerräumen breit machen und alles richtig kennenlernen. Mega spannend. Vor allen Dingen tatsächlich alles selbst gemacht und eigenproduziert. Und auf dem Greenscreen wird dann wahrscheinlich was eingespielt für, ich weiß nicht, Websites oder sowas, dass man das noch ein bisschen digital dann am Ende pimpen kann. Ja, ich guck mir das mal hier an. Am Ende der Ausbildung erwartet dich dann deine Abschlussprüfung. Diese Eigenschaften alle auf dich zutreffen, bist du für die Ausbildung als Fleischerin sehr gut geeignet. Ja, super. Klasse. Wie immer noch dieses Lächeln drauf am Ende des Satzes. Diese unfassbare Bandbreite, dass da eigentlich gefühlt aus meiner Perspektive wirklich an alles gedacht wird. Also eben Spielen, Gamification-Ansatz, Akquise, Investor, Content, Kreativität, aber auch Inhalt mit. Wir drehen jetzt wirklich, wir suchen uns einzelne Stellen und bilden die über Bewegtbild ab und erklären den jungen Leuten, weil man nicht unbedingt weiß, was ein Fleischer macht. Man weiß auch nicht, wie lange geht eine Ausbildung zum Fleischer. Man weiß auch nicht, brauche ich Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder Abitur. Weißt du was? Wir erklären den Leuten das, bevor es irgendwelche Fragen gibt. Finde ich mega gut. Nice. Lukas. Ja, stark. Und, fandst du es? Ja, Fleischer ist im Kasten. Oder Fleischerin. Findest du nicht? Ja, wie ich gerade gelernt habe. So, wir haben jetzt mittlerweile tatsächlich Punkt 18 Uhr, 18.01 Uhr sogar. Das heißt, ein normaler Arbeitstag ist eigentlich beendet, aber wenn ich eins gelernt habe, dann... In einem Startup gibt es keine normalen Arbeitszeiten, deswegen fahre ich jetzt zurück ins Office und ich habe das Gefühl, die haben wahrscheinlich nochmal eine Aufgabe für mich. Ja, es geht immer weiter. Wir reden die ganze Zeit über Berufsbilder und Azubis. Lustig, denn Smoothie hat selbst einen Azubi und den interviewe ich jetzt mal ein bisschen. Ricardo, grüß dich, ich bin der Lukas. Freut mich so. Du bist Azubi bei einem Arbeitgeber, der Azubis sucht. Genau. wie kamst du zu Smoothie? Ich kam durch... Kontakte zu Smoothie, also durch meinen Arbeitsvermittler, der kennt den Lars gut, der ist hier mit Gründer, sage ich jetzt mal. Ja. Und der hatte mich dann hierhin empfohlen. Und was machst du für eine Ausbildung hier? Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Okay. Und hast du gerade angefangen oder? Ich bin jetzt seit einem Monat ungefähr dabei. Und zwei Jahre geht's zwei Jahre aus, geht es um Umschulung, genau, eine Umschulung ist das. Okay. Und was ist du denn? Ich meine, nach einem Monat kannst du ja wahrscheinlich noch gar nicht so viel sagen, oder? Ich habe schon einen guten Einblick bekommen. Ne? Also gerade beim Startup denkt man sich so, okay, ist das denn eine sichere Stelle, ja, total, wenn ich eine Ausbildung mache? Ja. Aber nachdem ich gesehen habe, wie viel Liebe, sag ich jetzt mal, die Jungs hier reingesteckt haben, ne? Und ja, ich merke es auch immer, wie lange die am Arbeiten sind. Ja, das merke ich auch gerade. Tatsächlich. Gerade am Anfang, wenn du sehr viel Zeit investierst und auch tatsächlich, gehe ich jetzt mal aus, finanziell noch gar nicht so, ja, so diesen krassen Cashflow hast, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es nicht wirklich so eine Hierarchie von oben herab gibt, im Sinne von, du drehst jetzt hier 12 Stunden und wenn es 16 Stunden wird, dann ist das einfach so, sondern vielmehr, dass alle wissen, wofür sie arbeiten, ohne jetzt wirklich primär gerade die Dollarzeichen oder die Eurozeichen zu sehen. Deswegen glaube ich, diese flache Hierarchie und diese sehr, sehr freundschaftliche oder familiäre teilweise, ist am Anfang super wichtig und fördernd. Weil, so wie ich die Jungs ja verstanden habe, es gibt ja auch keinen Montag bis Freitag. Es gibt nur Montag bis Montag. Also es ist einfach immer 7 Tage. Stark. Ja, dann weiterhin viel Erfolg. Danke, dir auch. Ich klappe hier die Station einfach mal, weil da sehe ich schon die nächsten zwei. Das sieht sehr produktiv aus. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich zockt ihr einfach solitär. Ja, nicht so cool auf YouTube. Was macht ihr? Wir sitzen gerade zusammen, also Jana macht bei uns Social Media ein bisschen. Mhm. Wir arbeiten da ein bisschen Hand in Hand. Sie sagt mir, was sie gerne vorhat in Social Media, ich setze es für sie um. Beispielsweise haben wir hier für Instagram halt was vorbereitet, weil wir
an bestimmten Tagen immer ein Motto haben, jetzt in dem Fall Quiz Boost. Würden unseren Follower einfach ein paar Fragen gestellt, also in Form eines Quiz. Wenn du Bock hast, kannst du mal eine Frage beantworten. Wir haben einen Fragenkatalog von ca. 30.000 Fragen. Beantworte ich jetzt nochmal schön 30.000 Fragen. Und du darfst jetzt eine Frage, also eine Zahl zwischen 1 und, das waren 29.000. Ja, 29.000 und ein paar zerquetscht. Aussuchen. Dann nehme ich die 150. 150. Okay. Damit habt ihr nicht gerechnet. So, kleine Überraschung. Mit einem Fragenkatalog von irgendwie 30.000 Fragen, wo du auch sagst, Alter, ist ja krank. Also, wie geil ist das denn, dass du eben nicht nur gut geschriebene Inhalte findest, sondern auch noch dich selbst so ein bisschen testen kannst in den verschiedensten Bereichen? Fand ich mega geil. Oh ja, dann viel Spaß. Das ist ein sogenannter Zanza. T-S-A-N-T-S-A geschrieben. Kriegst du A-P-C? Ja, kriegst du A. Nationalgericht in Südostasien. B. Gebogenes Messer der Chinesen. C. Reissorte in Vietnam. Oder D. Ein Schrumpfkopf. Schrumpfkopf. Nein, also A und D schließe ich aus. Es ist das gebogene. Wie war das gebogene Messer? Gebogenes Messer der Chinesen. Absolut, ganz klar. Eingeloggt? 100%. Wir loggen mal ein. Ja. Ist leider falsch. Aber es ist eine Lüge. Es wäre echt der Schrumpfkopf gewesen. Der Schrumpfkopf? Jawohl. Okay, jetzt eine Frage noch. Die Nummer 1000 glatt. 1000 glatt. 1000 glatt. So, warte, schauen wir mal. Das ist Hathaway. Ist ein Sänger. Ein aus Trinidad Tobago stammender Sänger. In welchem Fach hat er einen Doktortitel? Scheiße. Politikwissenschaften und Geschichte. B. Geschichte. C. Zahnmedizin. Oder D. Medizin. D. D. Medizin. Leider falsch. Es wäre in dem Fall Politikwissenschaften und Geschichte. Eine menschliche Enttäuschung. Und ab jetzt jeden Freitag Quiz. Ich habe alles falsch gehabt, das enttäuscht mich immer noch. Also ich bin absolut ungeeignet offensichtlich. Und ab jetzt jeden Freitag Quiz, weil ich muss lernen. Ich tauge nichts. So, David, es wird schon langsam dunkel. Der Tag neigt sich dem Ende. Das ist völlig normal bei uns. Ich habe es befürchtet heute Morgen. Vielleicht würde ich mal... So, nochmal zum Abschluss, weil es wahrscheinlich auch die Leute draußen interessiert. Was würdest du sagen, was braucht man, um ein guter Gründer zu sein? Ja, wir haben drei Dinge festgestellt. Einmal, dass die Idee stimmt. Heißt, wenn du eine Idee hast, musst du reden darüber. Mhm. Viele wollen darüber nicht reden, ist aber völlig fatal. Am besten Netzwerk aktivieren, Leute, die du kennst, einfach mal Feedback holen. Prototyp entwickeln, heißt wirklich Prototyp, Feedback, immer weiter die Idee ausfallen. Und das Team ist extrem wichtig. Wenn man was von Anfang an merkt, dann dass jeder, der da arbeitet, egal wie alt, egal auch welche Rolle, ob Geschäftsführer, Werkstudentin oder whatever, alle sind absolut mit Herzblut dabei und haben auch richtig Bock. Ich habe alles geglaubt, was mir erzählt wurde. Wenn einer nicht mitzieht oder wenn mehrere nicht mitziehen, wenn alle denken, komm, 15 Uhr ist Feierabend, dann wären wir heute nicht mehr hier in dieser Uhrzeit und dann wird es nicht klappen und du brauchst Durchhaltsvermögen. Weil das Gründerleben oder die Selbstständigkeit ist eine Achterbahnfahrt. Da am Ball zu bleiben, verdient eigentlich schon einen Erfolg irgendwie, finde ich. Deswegen hoffe ich auch, dass das so klappt, weil diese Eier zu haben und den Mut, das so lange durchzuziehen, es muss einfach erfolgreich werden. Mal hast du wirklich richtig geile Hochs, dann wieder richtig schlimme Tiefs und wenn du da ans Versagen denkst oder bei der Kleinigkeit direkt aufgehen willst, kannst du es knicken. Schöner hätte ich es nicht sagen können. So, mein Tag bei Smoothie ist beendet. Also mein Wecker stand wirklich, 6:30 und ich lag dann im Bett um 10 ohne wirkliches Abendessen und war einfach platt vom Tag und den ganzen Eindrücken und den ganzen Hin- und Herfahren und hier ein Termin, da ein Termin, hier ein Pitch, da Akquise. Das war einfach so, wow. Also richtig so ein bisschen Brainfuck, aber im positiven Sinne. So, ich war einfach voll, es ging nicht mehr. Es war wie ein guter Suff von Informationen. Und ja, die Jungs haben es ja angekündigt. Es war wirklich ein langer Tag. Also Geduld braucht man wohl als Gründer. Was ich aber viel interessanter finde, es geht gar nicht unbedingt nur um Wissen und um Experte sein und um ein geiles Produkt, sondern vielmehr um die Leidenschaft und um die Motivation der eigentlichen Gründeridee. Weil ihr habt es wahrscheinlich selbst gemerkt, jeden, den ich heute vor der Kamera hatte, der hat wirklich gebrannt für diese Idee. Und das ist offensichtlich das Wichtigste, was ein Gründer mitbringen muss.